Glück auf und willkommen zum zweiten Teil von Rallye Sport für Jedermann. Wir haben uns das letzte Mal das Clubsportregelwerk angeguckt und haben gesehen, dass die Retro Rallye finanzierbaren Rallye Sport für Jedermann bietet. Und ja, wie angekündigt, wollen wir uns heute über das Thema Überrollkäfig unterhalten. Man sieht es schon hinter mir, was es damit auf sich hat, was es zu beachten gibt. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Um uns das ein bisschen genauer anzugucken, haben wir heute wieder meine beiden Kadetts. Einmal links die Orange mit einem Überrollkäfig bzw. einer Zelle nach den sogenannten Eigenbauvorschriften. Und auf der rechten Seite mein weißen Kadett mit einem Käfig, mit einem Zertifikat vom DMSB. Und was es mit den zwei Hauptgruppen auf sich hat, da gucken wir jetzt mal gemeinsam drüber. Ja, wie gerade gesagt, gibt es zwei Hauptgruppen von Überrollvorrichtungen. Überrollvorrichtungen nach den sogenannten Eigenbauvorschriften oder Überrollvorrichtungen mit einem Zertifikat. In dem weißen Kadett ist einer verbaut von 1989 mit Zertifikat, damals geprüft vom UNS, später zum DMSB geworden. Und das Ding darf ich so, wie er ist, heute fahren. Schraube ich ins Auto rein, so wie es drinnen beschrieben ist. Das sind hier die Materialspezifikationen enthalten in dem Zertifikat. Es ist beschrieben, wie er zusammengeschraubt wird, wo er steht. Und ja, das Ganze war's schon. Bietet natürlich den Vorteil, ich schraube das Ding rein und bin fertig. Oder ich mache mir ein bisschen mehr Aufwand und baue den Käfig selber. Nach den sogenannten Eigenbauvorschriften findet man alles im DMSB-Regelwerk. Hat den Nachteil, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Man muss sich gut und gründlich damit auseinandersetzen. Hat aber den Vorteil, ich kann mein Auto so bauen, wie ich es will, zumindest so weit, wie mir das Regelwerk erlaubt. Ja, und bevor wir uns Gedanken machen, für was wir uns nun entscheiden, für einen Eigenbaukäfig oder einen zertifizierten Käfig, schauen wir mal ins Regelwerk und gucken mal, was wir im Detail überhaupt brauchen. Dazu gehen wir wieder auf clubsport-motorsport.de und schauen mal in die Basisausschreibung, was denn im Regelwerk drinsteht zum Thema Käfig. Scrollen wir ganz runter auf die letzte Seite. Da geht es schon los. Da fängt es an mit Materialvorgaben. Da ist zum Beispiel die Befestigung beschrieben, wie ich meine Karosserie vorbereiten muss. Da ist was über die Schutzpolsterung erwähnt. Dann die Arten dort Überrollkäfige mit Zertifikat oder nach Eigenbauvorschriften die Punkte, wo sie im DMSB-Regelwerk zu finden sind. Na, allgemeines und noch ein paar Zeichnungen, was für uns so zutrifft. Und wie im ersten Teil vom Video besprochen, langt für die Retro-Rallye eigentlich ein Überrollbügel. Ein Überrollbügel ist klar, steht hinterm Sitzen und bietet natürlich ein absolutes Minimum an Sicherheit. Schützt im Ernstfall, wenn das Auto auf dem Dach liegt, dass auf B-Säulenhöhe das Dach eingedrückt wird. Und das war's auch schon. Entscheide ich mich für einen Überrollkäfig, habe ich natürlich noch die Sicherheit vorne rum und kann mich noch für zusätzliche Streben entscheiden, wie zum Beispiel das Flankenschutzrohr, was im Fall von einem Seitenaufprall mir auch nochmal eine Sicherheit gibt. Ja, dem Thema Streben sind natürlich nach oben hin kaum Grenzen gesetzt. Die einzigen Grenzen bietet uns hier das Regelwerk. Und was es denn überhaupt alles zu kaufen gibt für das Auto. Ja, egal ob nur Überrollbügel, Überrollkäfig, Zelle, Eigenbau oder Käfig mit Zertifikat. Der Einbau oder die Vorbereitung für den Einbau ist überall dasselbe. Da gibt es Zeichnungen im DMSB-Regelwerk, die habe ich schon mal rausgezogen. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an, weil das ist die Grundlage für einen ordentlichen Einbau, dass wir später keine Probleme bei der Abnahme vom Auto, bei der technischen Abnahme bekommen und was, wenn man es sich anschaut, natürlich einen gewissen Sinn ergibt. Egal, für was ich mich entscheide, ob nur einen Bügel oder einen Käfig. Man sieht es ja schon, ich habe da schon die Fußpunkte rot eingekreist. Das hat was damit zu tun, dass an den Stellen die Karosse verstärkt werden muss. Und zwar sieht das im Detail so aus.
Ich habe an dem Käfig habe ich bereits einen Fuß dran. Und die Aufstandspunkte auf der Karosse müssen verstärkt werden mit 3 mm Stahlplatten. Unser Regelwerk schreibt uns dort eine Mindestgröße von 120 Quadratzentimetern vor. Klingt jetzt relativ viel, sind aber, wenn man genauer drüber nachdenkt, 10 mal 12 Zentimeter. Möchte ich das Ganze nur verschrauben, muss ich innen eine Platte und außen eine Platte auf das Karosserieblech machen. Und dann ist das Ganze so zulässig. Ich kann die Grundplatte auch mit dem Bodenblech verschweißen. Dann reicht es, wenn ich innen die Platte reinmache. Und muss außen keine weitere Platte machen. Kann ich meine Muttern direkt oder Unterlegscheiben dazwischen machen und bin schon fertig. Wenn ich einen Eigenbaukäfig baue, müssen meine Schrauben an den Fußpunkten an den zwei Hauptbügeln einen Mindestabstand von 60 Grad zueinander haben. Man sieht auch hier nochmal rot ringsherum eingezeichnet die Grundplatte, auf der das Ganze in der Karosse montiert wird. Ausnahme dazu sind die hinteren Abstützungen auf dem Radkasten. Die brauchen keine Verstärkungsplatte. Die kann ich direkt mit der Karosse verschrauben, müssen aber die Füße eine Mindestgröße von 60 Quadratzentimetern haben. Und Achtung, sämtliche Käfige mit Zertifikat dürfen baulich nicht verändert werden. Und auch gekaufte Käfige, die bloß ein Materialgutachten haben oder nichts dazu, gelten als Eigenbaukäfige. Die hinteren Aufstandspunkte bei dem weißen Kadett können wir uns ganz gut angucken. Da ist es so, wie es mindestens vom Regelwerk vorgeschrieben ist. Ich habe meine 60 Quadratzentimeter Platte, ist hier sogar ein Stück größer, habe die direkt mit der Karosse verschraubt. Und ja, erfülle mein Minimum aus dem Regelwerk und wäre aufgrund der Verwindungssteifigkeit von dem Käfig keine Probleme bekommen. Habe ich aber, wie in dem Orangenkadett, einen Käfig, der so wahnsinnig steif ist, bekomme ich früher oder später Probleme mit Rissen in meiner Karosse. Deswegen habe ich auch hier die hinteren Punkte ja nochmal massiv verstärkt. Man sieht oben die Platte mit den zwei Schrauben vom Käfigfuß und habe mir aus den vorgegebenen 3 mm Stahlplatten ja, einen Dom komplett nochmal verstärkt. Der Stoßdämpfer ist hinten durch die Verstärkungsplatten geschraubt und ja, habe mir dort quasi so einen Kasten gebaut, wo der Käfig draufsteht. Habe damit natürlich den Vorteil, ich bringe Stabilität in die Karosse rein. Das Ganze hat einen riesen Aufstandsfuß, wo die Karosse nicht so schnell reißen wird. Ich habe über die ganzen Jahre da so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe damals zum Beispiel einen Wieschers-Käfig gefahren. Die stehen serienmäßig auf dem Bodenblech. Und dann sind Jahr für Jahr neue Streben wie hier mit Kreuz in der Tür und Kreuz hinten und dies und jenes reingewandert. Nur war der Käfig steif und ja, die Karosse war halt immer noch ein Kadett. Das Ganze hat sich bewegt und gearbeitet und gemacht, also jedenfalls ringsrum um den Käfig. Und ja, damals stand er hier und nach ein paar Jahren Fahren ist mir das Bodenblech auf einen halben Meter Länge vom Schweller innen abgerissen. War natürlich totale Brühe. Deswegen, wenn ich einen Käfig verwende, der von Haus aus vielleicht auf dem Bodenblech steht, sollte ich den Fußpunkt, den ich einschweiße, am besten über den Schweller innen mit Abkanten verschweißen, dass wenigstens mit stabilen strukturellen Teilen vom Auto der Käfig verbunden ist. So erspare ich mir dann später die Schweißerei, wenn das Ganze reißt und ja. Hab natürlich noch mein Sicherheitsplus, es hält eindeutig fester. Ob nun ein Überrollbügel, wie im Regelwerk gefordert, oder ein Überrollkäfig in der Bauform, wie ich sie habe, das ist am Ende lediglich ein Unfallschutz. Aber wenn man das möchte, können die Rohre in dem Auto noch viel, viel mehr. Als sogenannte Sicherheitszelle können die Rohre natürlich noch viel mehr. Dann ist es neben dem Unfallschutz gleichzeitig noch eine Verstärkung für die Karosse. Wir haben sie uns vorhin schon angeguckt. Die hinteren Aufstandspunkte sind gleichzeitig die Stoßdämpferdome, nehmen dort alle Fahrwerkskräfte auf. Ich habe, wie hier zu sehen,
den Hauptbügel nochmal an mehreren Punkten mit der Karosse verschweißt. Neben den großen stabilen Aufstandspunkten natürlich innen auf dem Schweller. Und wenn man unter das Armaturenbrett schaut, der Käfig endet nicht hier vorne. Ja, da gehen noch Rohre weiter nach oben. Und, ja, sieht man es auf der Seite? Jawohl. Kann man hier noch einmal gut erkennen. Gehen unterm Armaturenbrett vor, durch die Stehwand. Gehen hier unten durch den Radkasten. Sieht man noch ein Stück Rohr dort in der Ecke rausgucken. Und endet dann vorne auf dem Stoßdämpferdom. Man sieht es hier unter dem Motorkabelbaum noch die Schweißnaht, die große 3 mm Platte, wo das Ganze am Dom anliegt und hier vorne auch nochmal sämtliche Fahrwerkskräfte aufnimmt. Habe ich natürlich den Vorteil, es schützt nicht nur beim Rollen, nicht nur bei einem Seitenaufprall, sondern auch massiv von vorne. Das Ganze kann bis an den Dom ran knautschen und ab da beginnt schon meine stabile Struktur von meiner Sicherheitszelle. Wäre dann natürlich das absolute Nonplusultra für den Motorsport. Bietet auch den Vorteil, ich kann der Karosse einiges mehr zumuten wie im Serienzustand. Ja, für was ich mich nun schlussendlich entscheide, ob nur einen Überrollbügel, einen Käfig oder eine Sicherheitszelle, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich gemächlich, für mich zum Spaß, zum Dabeisein, ist ein Bügel oder auch ein einfacher Käfig vollkommen okay. Mit dem Käfig kann ich schon ein bisschen sportlicher angehen lassen. Und ja, wer es doch ein bisschen mehr krachen lassen will, ist sicherlich mit einer Zelle ganz gut aufgehoben. Braucht sich dann auch auf Schotter keine Gedanken machen, bei harten Schlägen, harten Wellen oder ja, doch bösartigeren Geläuf, was es doch bei diesen und jenen Rallyes so gibt. Muss sich dann niemand mehr Gedanken machen, dass das der Karosse nicht überlebt. Der wird sicherlich zu einer Zelle greifen. Ob das Ganze ein Eigenbau ist oder ja, ein gekaufter mit Zertifikat, ist sicherlich auch maßgeblich davon abhängig, ob ich ein Allerweltsauto habe, wie einen Kadett E oder einen VW Golf. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Da werde ich jede Menge zu kaufen bekommen. Oder ich habe irgendeinen Exot, für den es nichts gibt. Dann bin ich natürlich irgendwie zum Selberbauen ja, verdonnert. Werden wir das DMSB-Regelwerk zur Hand nehmen, viele Seiten lesen und hoffentlich auch verstehen. Und das Ganze so bauen, wie es drin steht. Angefangen von diversen Winkeln, Rohr, Biegeradien für die Bügel, die Höhen zum Beispiel im Türausschnitt. Bei Eigenbaukäfigen dürfen die Rohre im Türausschnitt maximal auf ein Drittel der Ausschnittshöhe sein von der Oberkante und. Na, das ja, sind die Fragen oder Kriterien, nach denen sich entscheidet oder nach denen sich richtet, für was ich mich schlussendlich entscheide. Und egal, für was ich mich nun entschieden habe, ein was brauchen alle Zellen, Käfige oder Überrollbügel am Ende. Und zwar ist das im Umkreis von 50 cm und ein Helm ein Kopfpolster. Ob das wie in dem Fall diese vier homologierten Hartschaumpolster sind oder wie bei dem weißen Kadett einfach aus dem Baumarkt diese Rohrisolation aus dem Sanitärbereich, das ist in Deutschland beim DMSB freigestellt. Gibt es noch eine Anforderung von der Stärke? Ein Zentimeter müssen sie mindestens haben, sie müssen schwer entflammbar sein, aber das erfüllen die Dinger aus der Sanitärabteilung auch. Ist um einiges billiger, nicht ganz so stabil, aber das ist das, was wir nicht vergessen dürfen, weil das ist ein Punkt, wo schon so mancher an der technischen Abnahme am Tag der Veranstaltung gescheitert ist. Ja, das soll es von meiner Seite zum Thema Käfig gewesen sein. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde in die Videobeschreibung noch die Links zum DMSB und zum Clubsportregelwerk reinstellen, noch 2-3 Adressen an Zubehörlieferanten, wo es unter anderem Käfige zu kaufen gibt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mal einen Daumen nach oben da und vergesst den Kanal zu abonnieren. Es wird noch weitergehen mit den Videos zum Thema Rallye-Sport für jedermann. Und im nächsten Video soll es um das Thema Sitze und Gurte gehen, bevor es dann ans Praktische zum Fahren inklusive der Abläufe und
Ja, wie das eigentlich mit so einer Rallye läuft, wie das werden soll, das schauen wir uns dann in den nächsten Videos an. Bis dahin, macht's gut!